Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Da sind wir wieder, Tag 50, 17.46 Uhr. Wir sind hier oben immer noch in dem Shotgun Bessia Shop Doppelgebäude. Ich weiß im Moment gar nicht mehr, wo wir schon waren und wo nicht. Unten haben wir, glaube ich, alles. Checken wir nochmal durch. Hier ist auch schon wieder alles voll. Dup, 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 dup. Ich glaube, hier unten war das, ne? Dass sie hier weitergehen. Genau, da geht es weiter. Und wie war das hier? Da war dann der Ausgang, genau. Da waren wir schon. Alles klar, dann geht es hier weiter. Jetzt weiß ich wieder. Ja, Mensch, gleich 18 Uhr. Wir sind schon wieder... Oh, hier ist jede Menge Beton und Zeugs. Komm her. Dann nehmen wir auf jeden Fall den mit. Billiger kommen wir da nicht wieder ran. Ja, ich habe Bock auf Action. Das heißt, wir werden hier zumindest diese und nächste Folge ein bisschen rummachen. Vor allen Dingen auch mal wieder nachts unterwegs sein. Finde ich gut. So, das brauche ich jetzt erstmal als Leiter. So, das ist wieder eine Falle hier, ne? Da geht's weiter. So, hier ist weiter nix. Na, da geht's dann weiter. So, was haben wir hier? Da könnte was sein. Das wusste ich. Oder auch nicht. Aber da. Na gut. Super. Gut, dass wir das noch gefunden haben. Okay. Aua. Falle. Ist ein bisschen sehr, naja, durchsichtig, ne? So. Guck, hier sind wir auf dem... Ups. Gebäude auf der anderen Seite. Und ich meine mich jetzt zu erinnern, dass da... Wir waren schon mal auf diesem Doppelgebäude. Und da war, glaube ich, da ein Polizist. Und den konnte ich nicht dran hindern, sich in die Luft zu sprengen. Aber noch sieht man nichts, aber es kann sein, dass sie erst spawnen, wenn ich da bin. Da ist ein Geier. Genau. Okay, diesmal war es dann da ein Feraler. Wieder lebt noch. Na super, jetzt sucht er den Weg hier. Was? Was war da denn? Also entweder hat der auf Benzinfässer rumgehauen oder waren irgendwelche Minen, die ich übersehen habe. Hier war das letzte Mal, ne? Und da ist der hier explodiert irgendwie. Oder ist der hier ein Zwischendach? Gucken wir gleich. Erstmal gucken, was wir hier noch so haben. Hier ist, glaube ich, nichts. Nee, aber wir können die hier mitnehmen hier.
noch essen. Ja. Okay. Gut. Das wundert mich jetzt, dass hier keiner ist. Aber hier ist dann... Na, genau. Das, weswegen wir hier sind. Problem ist, wir haben keinen Platz. Oh, das gibt richtig Kohle. Ja, komm her, der kann weg. Das kann weg. Trinken brauchen wir nicht. Okay, das müssen wir dann gleich in die Kiste parken. Dann machen wir die erst immer auf. Dann lagern wir das dann unversehens zwischen. Dann sollen wir sehen, dass wir hier nochmal wieder herkommen. Das haben wir letztes Mal auch gehabt, ne? Oh. Hallo. Ist ja nur mal so, dass sie eben einiges wiederholt. Weil die Anzahl von verschiedenen Gebäuden ist natürlich auch endlich. Wir packen mal ein bisschen was ein hier. Das auch erstmal wieder einpacken. Ich weiß schon mal ordentlich Munition, das ist schon mal gut. So. Ja, das ist ja dann Mau. Die können weg. So. Der Moped ist, glaube ich, auch schon wieder voll, ne? Die bringen alle Kohle. Ja, nützt nix. Mal sehen, ob wir hier irgendwie Platz sparen da unten kommen. Ob ich hier am besten. Ach, irgendwo, genau. Da müssen wir gleich mal sehen, dass wir hier uns irgendwie hochframen, würde ich sagen. Geht wahrscheinlich am schnellsten. Und da würde ich sagen, dann bringen wir erstmal die Sachen zum Händler, was wir noch zum Händler, beim Händler loswerden können. Drehen wir uns hier hoch, da geht schneller. Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht, ne? Oder? Kommt alles irgendwie so bekannt vor. So. Das gute alte Hofdrehen. Gut, dass es das gibt. Was wir hier dann ja auch gleich machen. Hier oder nicht? Wie bin ich denn jetzt hier runtergekommen? Mensch! Hallo? War doch gleich hier gelandet, oder nicht? Dämlich, muss ein höher. Hier war das. Hier war das. So, hier sein. So, dann haben wir alles, ne? Sehr schön.
So, pass mal auf. Das werden wir vertickern. Motor. Die Lampen. Geld. Das. Den auch, den auch, den auch, den auch. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob wir eine bessere haben. Behalten wir erstmal. So, das lassen wir mal hier. Den auf jeden Fall auch. Nee. So, ich denke mal, das können wir alles vertickern. Jo. Da kommen die auch. Die bringen zwar nicht viel. Können wir auch zerlegen, aber immerhin. Ach komm, hier benutzen wir sowieso nie. Den behalten wir auf jeden Fall. Dumm-di-dumm-di-dumm. Gut. Ach, ist voll. Na gut. So, dann nehmen wir das Auto noch mit. Ups. Ja, Reparaturkit, das passt mir gut. Denn wir werden noch eine Weile hier bleiben. In dem Städtchen. Und damit wir loottechnisch auch nicht überlaufen. Machen wir gleich eine Kiste. Eine Zwischenlagerkiste beim Händler in der Nähe. Am besten. Was ist da weggeflogen? Flasche mit Säure, geht gar nicht. Noch ein Motor. Kommst du her? So. Fette 2 Coins. Aber ich hatte eher das hier im Auge. Wo es natürlich wieder nichts gibt. So, jetzt erstmal zum Händler hin, bevor er zu spät ist. Wo ist der überhaupt? Shit. Moment. Der ist... Da. Na? So. Mäusen. Something you like? 13 Silberklumpen. Die denn her? Jo, das sieht doch schon mal gut aus. Gucken wir noch im Schnellen, was Schönes hat für uns. Bauplan Dartfalle. Schaden kann es nicht, ne? Wer weiß, ob wir eine finden. Obwohl wir durch elektrische Punkte in Elektrik setzen, können wir die natürlich. Ja, komm, egal. So, da kaufen wir ein bisschen was von. Nachtsichtbrille. Ach, brauchen wir so nicht.
120 nehmen wir mit. Was zu futtern wäre, glaube ich, nicht schlecht. Die kann man auch mitnehmen. Grober Schrot brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch alles nicht. Tagschrauberzubehör. Lächerliche 22.000. Ja, wenn ich jetzt mal anderes Geld hier hätte, wäre das kein Thema. Und Klamotten brauchen wir auch nicht. Much obliged, Stranger. Jo, sowieso. So. Jetzt bauen wir die Kiste natürlich nicht hier beim Händler oder im Gebäude. Des Händlers. Weil dann kommen wir da nicht wieder ran. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man sie außen dran bauen könnte, ob man dann da dran kommt, aber lieber nicht. Pass mal auf. Ich wollte hier sowieso eben gucken. Wir haben hier so eine kleine provisorische Basis. Oh, hier ist ein Geier. Aua. Haben wir hier ein schönes? Wasser. Kommen wir da wieder raus? Ja. Jo. Bringt uns aber nichts. Weiß nicht, ob man da unten das kaputt hauen könnte. Dann läuft das Wasser wahrscheinlich nur aus. Auf jeden Fall könnten wir hier nur fast Wasser auffüllen. Aber hier oben die Kiste muss ich jetzt mal nach oben latschen. Ist auch doof. Ich weiß schon, was wir machen. Wir bauen die einfach hier mal dran. Da. Wenn es denn geht. Okay, hier. So. Oh, es wird gefährlich. Mann! Habe ich jetzt alles? Ja. Wie hakelt die eine Taste bei mir so ein bisschen? So. Guck, die ist auch schon fast voll. Jo. Wo war denn hier die... Da war Blei. Irgendwo war hier doch so eine Nitratmine. Da, da können wir nachher auf dem Rückweg. Aber was heißt nachher, ne? Irgendwie nächste, übernächste Folge. Bleibt auf dem Rückweg mit der Orga hier ein bisschen Nitrat noch. Kleine Nitratfarm anlegen. Wir gucken zwei Händler schön in der Nähe von der Heimatbasis. Das ist doch nice. Sieht das nicht cool aus? So, ich glaube, ich drehe Brightness mal ein bisschen hoch. So. Naja, so viel Unterschied sehe ich da auch nicht. Aber guck, da ist mein Loot schon geschützt. Dann schauen wir mal, was hier noch Schönes hat. Was war's? Ach, das ist doch gar nicht so ein großen Umweg machen. Wir haben doch hier auch schon hübsche Häuserchen. So. Post haben wir auch keine. Ich höre schon wieder Geräusche.
Aber hin. So, mach ich doch. Wieso klappt das hier nicht? Irgendwie spinnt die Taste. Schweinebande, ne? Da oben ist aber nichts mehr. Nein. Da kommen wir dann höchstens hoch aufs Dach. Brauchen wir nicht. Wir können besser die Steine gebrauchen. Schön was zu essen, das ist brav. Nice. Okay. Also habe ich letztes Mal schon gesagt, ne? Ich sehe hier viel mehr Kaninchen und Hühnchen. Ah, ich glaube, das hatten sie auch geschrieben, ne? Naja, eben gerade auch für Anfänger dann. Also, wenn man anfängt, dann ja. Praktisch sein, dass man eben dadurch eher mal an Munition kommt, an was zu futtern kommt. So. Ich weiß, wenn man die direkt einschmilzt, bringt das mehr Material, aber wir brauchen Platz. Oh. Kann ich wieder Heile machen? Die hatte ich doch gerade schon mal. Kommt die denn jetzt her? Da. Aber euch gibt es ja wohl hier zu Hause in dieser City. Da ist er. Gewesen. Oder auch nicht. Hallo? Man sollte auf die XP unten links achten. Unten rechts. Die Ansagen, ob man ihn erwischt hat oder nicht. Ich doch. Feier des Tages nehmen wir mal den Heizkörper mit. So. Das ist eine Mine, die nicht greifen kann. Oh, Honig, sehr schön. Das fehlte mir nämlich noch, dass ich hier für alle Fälle Honig habe. Nicht glauben will. Oh, daneben geschossen.
Taschenlampen ohne Ende. Jetzt werden sie aber zerlegt. Hier, den können wir gleich reinziehen. Den auch. Zwei sogar. Der Luxus. Da geht's nach draußen, schätze ich mal. Und hier sind wir auf der anderen Seite, ne? Wo gerade der Vollpfosten war. Den nur gerade ist die Tür. Nochmal Honig, hier ist ja wie Weihnachten. Aber dass wir hier so wissen. Ne, die Tür ist ein Raum daneben. Ne, das ist die Außentür hier, ne? Ne, auch nicht. Hier ist noch ein Raum. Alles klar. Ja, komm her, bevor ich hier. Ach, das ist wahrscheinlich die Garage hinter. Oder so ähnlich, aber da geht's nach oben, alles klar. Moin! Oh, oh. Gar nicht Link. Cool. Das lieben wir doch, ne? Das liebe ich auch. Ja. Da ist aber die. Ah, guck, siehst du? Da hätten wir nämlich. Genau. Wie das immer so ist, man braucht keine fest verrammelten Türen. Aufbrechen, es gibt immer einen anderen Weg. Aber es war früher mal nicht so und die alte Gewohnheit, dass man alles der Bad. Dann werden wir mal eben aufrüsten. Oh, wieso habe ich. Ach, jetzt habe ich die Munition wieder umgeschichtet. Jetzt ist sie wieder im Moped drin. Kommt doch bestimmt noch hoch. Oh, das hatten wir schon mal. Da haben wir die ganze Batterie angelangt. Oder so ähnliche verwinkelte Dächer gibt es ja öfters. Da geht es auch noch weiter. Na gut, erstmal hier weitermachen. Bevor ich das vergesse. Hier ist doch meistens. Ne, scheinbar nicht. Er kann nur nicht sein, dass hier keiner mehr ist. So, so. Na gut. Na gut, da war der. Ist der Stoch im Keller? Oder ist hier noch? Hier ist bestimmt irgendwo ein Geier. Nö. Das war schon. Cool. Haben wir das? Ja, wir sind auch zu Ende mit der Folge. Dann würde ich sagen, mitten in der Nacht
Wir machen hier einen kleinen Break und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.